Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Wir haben uns das letzte Mal hier positioniert. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen besser hingestellt. Hier sind nämlich ein paar Leute, die wir gerne kaputt machen wollen. Und zum einen fangen wir mit diesem Schamanen an, wenn er an seiner Position angekommen ist. Alles klar. Auf geht's. So, dann wollen wir den mal erledigen hier. Zack, komm schon, kritischer. Na gut. Ich glaube, ich brauche kritische, oder? Sonst kriege ich den nicht down. Aber ich glaube, ich brauche einen kritischen. Ah, da ist er doch. Den habe ich doch gewollt. Und jetzt bist du tot. Es ist ganz schön schwer, immer auf kritische setzen zu müssen. Okay, kommt zusammen. Wir müssen gucken, wie wir die Leute hier auseinanderkriegen. Diese zwei werden wir höchstwahrscheinlich nicht auseinanderkriegen. Jetzt müssen wir überlegen. Die im Haus müssen wir als auf jeden Fall zuerst töten. Am besten leise und die beiden zum Schluss. Bei dem Panzertypen, den müssen wir umhauen. Den können wir aber nur einmal umhauen. Ja, müssen wir gucken. Könnte sich als schwierig erweisen, der ganze Spaß hier. Da hinten lungern auch noch welche rum. Huch, untersuchen. Will you look at that? Is unfallen. Oh, ain't that sweet. Ich glaube, ich höre einen Roboter. Ich glaube, der ladet Strom. Das ist ungünstig. So, da ist der Roboter. Alles klar, den können wir eigentlich. Das sind zwei Roboter. Okay, wir verstecken uns hier. Hier ist eine gute Position. Um ihn dran zu kriegen. Bevor er kommt, jetzt müssen wir uns beeilen. Da ist er schon. Oh, ich kann mich hier nicht verstecken. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott, er ist da hinten. Ich kann mich hier an dem Wohnwagen nicht verstecken. Ernsthaft? Aha, dann müssen wir noch eine Runde warten. Wer ahnt denn sowas? Ich kann mich hier. Da, hier kann ich mich verstecken. Junge! Der Polispot. Polispot-Vollstrecker. Du ahnst es nicht, alter Schwede. Okay. Ich sollte auf jeden Fall speichern. Mit dem Vollstrecker könnte das auch ein bisschen brenzlig werden, aber gucken wir mal. Eventuell können wir den schocken, wenn wir Glück haben. Und Zugriff. Zuerst unsere Troller, weil sie natürlich die Waffe hat, die ihn ausschalten könnte. Es ist nicht passiert. Mist. Wir können ihn trotzdem erledigen. Entweder ich hoffe auf meinen kritischen, der 15% beträgt, oder ich mache den hier. Garantierten kritischen. Aber ich habe vorher gespeichert, von daher. Wenn es jetzt fehlschlägt, was es nicht tut. Okay, ja, ich versuche natürlich alles aufzusparen, ne? Also ja ganz klar. So, was haben wir denn da so Schönes? Huch. Knopf, da. So, wir müssen zu unserem Bormin. Der kriegt entweder ein Leben mehr oder ich spare noch. Aber ich glaube, ein Leben mehr ist ganz gut. So, Bormin. Der Polispot-Vollstrecker könnte brenzlig werden. Wie machen wir das mit dem? Wir könnten die natürlich komplett ignorieren. Das ging ja natürlich. Aber gut, schauen wir uns erstmal hier in der Ecke um. Erstmal umschauen. Ich darf nicht vergessen, alles einzusammeln, was geht. Wenn ich den schocken könnte, wäre das echt genial. Weil den will ich echt nicht umhauen. Die Frage ist natürlich, ob die anderen ihn bemerken. Im Zweifel schalte ich erstmal die im Gebäude aus, weil die da ganz hinten, die werden den schon nicht bemerken. Das bezweifle ich mal stark. Der Vollstrecker ist schon ein bisschen krass.
Aber die sind ja auch jetzt 26 und die da unten waren ja auch 26. Oh, guck mal, das ist Loot. Ich will nur den Loot. Dann bin ich weg. Danke. Okay, ab ins Haus. Wir können hier hoch. Und von oben aus können wir auch die zwei da unten bekämpfen. Das ist praktisch. Okay, verstecken wir uns erstmal hier. Wo läuft die denn hin? Wo ist sie? Ich muss auch kurz speichern. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ach, da ist sie. Wie ist sie denn da jetzt hochgekommen? Aber er sieht sie jetzt nicht, ne? Scheiße, Mann. Jetzt muss ich warten. Ach Mann, nur weil sie sich verzogen hat. Ich kann auch jetzt den Charakter nicht wechseln, weil ich bin ja gerade versteckt. Aber es ist eine gute Position von dem. Das gefällt mir. Geh mal weg, mein Freund. Geh mal weg. Puh. Zum Glück kann er den aktiven Spieler nur anpeilen. Sonst wäre das auch ein bisschen unfair, weil die NPCs manchmal doch schon ein bisschen sehr dumm sind. Okay. Und nun warten wir auf den Marodeur. Der Jäger, der wird kein Problem. Der Marodeur wird kein Problem. Der Jäger, vielleicht brauchen wir da auch wieder einen kritischen. Gucken wir mal. Ich spare mir auf jeden Fall diesen kritischen auf. Na, Kollege? Alleine hier? Direkt ins Gesicht geschossen. Sehr schön. Okay, Leute, wie machen wir das mit dem? Könnte natürlich auch von hinten aus schießen, aber etwas näher dran wäre mir doch lieber. Das geht nicht. Okay, wir müssen von hier hinten aus schießen. Kann ich mich hier schon verstecken? Ja. Wir müssen ihm ja nicht ins Gesicht gucken. Geh mal da aus dem Bereich raus. Stellen wir uns hier an die Wand. Erschießungskommando mal andersrum. Okay. Es wird aber schwer, den so zu töten, denke ich mal. Das war schon mal der kritische. Ja, ich wurde beim Schleichen erwischt. Ich habe mich an die Wand gestellt. Okay. Ja, easy. Nicht der Schreckenschieber. Bleib liegen. Mach keinen Scheiß. So. Level up. Waffenteile. Wenn wir von hier aus oben kämpfen, dann haben wir einen krassen Vorteil. Wir gucken mal, ob sich der Bot einmischt. Wobei, nein. Du gehst mal hier hinten hin. Du kriegst höchstwahrscheinlich auch eine höhere Reichweite als die anderen, ne? Ich weiß nicht, ob ich die von da aus treffen kann. Ja, wir müssen speichern und gucken, ob das alles klappt. Ja gut, hier verstecken ist sowieso Blödsinn. Ich verstecke mich mit dem hier unten, weil der natürlich ein Tank ist. Okay, dann speichern wir und gucken, ob wir sie erreichen können. Fangen wir mit ihm an hier. Wir müssen zumindest den Jäger ausschalten. Reichweite minus 26, minus 25%. Ja, wir haben trotzdem 105%, alles klar. Kritische Trefferchance 50%. Nice. Das war schon mal der kritische. Noch ein kritischer. Das hast du natürlich bemerkt, den letzten Schuss. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob der Roboter uns bemerkt hat. Huch! Was geht denn mit dir, Junge? Okay, wir müssen erstmal hier hinlaufen. Und dann boxen wir den mal schön um. So ist der blau. War das schon immer blau? Oh.
Scheiße. Okay, eventuell müssen wir die in Ruhe lassen. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vor allem müssen wir jetzt auch runter. Der versteckt sich, der Sack. Komm ich irgendwie runter? Ich komme nicht mal runter. Oh, über Umwege. Und Bormi ist am Arsch. Okay, wisst ihr was? Wir gucken mal, wie viel Schaden wir ihm machen. Einfach mal spaßeshalber. Weil eventuell müssen wir ihn erstmal ruhen lassen. Der scheint mir doch nämlich ein harter Brocken zu sein. Falls wir ihn nicht eigentlich questmäßig umbringen müssen. Ich hätte echt gerne anderes Equipment. Der bewegt sich da auch nicht weg. Achso, die bewachen so eine fette Truhe. Ah, das erklärt einiges. Na gut. Wir gucken einfach mal, wie es. Ach du Scheiße, du ahnst das nicht. Okay, wir gucken einfach mal, wie viel gemeinsam wir an Schaden machen. Vor allem, wenn die kritischen Treffer sitzen, wieso nicht? Keine Feuerlinie. Na gut. Das Problem ist Bormin. Ich glaube, wir müssen ihn doch nach oben bringen. Okay, wir bringen Bormi nach oben. Und dann probieren wir es nochmal. Dann schalten wir den einen aus. Mit Bormi werfen wir eine Granate. Eine Brandgranate. Oder eine andere Granate. Mal gucken, was wir so zur Auswahl haben. Sodass die wenigstens beschäftigt sind. Und ich bin am Überlegen, für diesen Kampf mein Team voll zu heilen. Es könnte nämlich nötig sein. Gewöhnlicher Schrott. Mein Versteck ist nur irgendwie ein bisschen... Ich kann mich mit dem halt nirgendwo verstecken. Und das nenne ich hier nicht wirklich verstecken. Aber gut. Ein Versuch ist es wert, wie ich finde. Schalten wir erstmal den aus. Ich wollte eigentlich mit dem letzten eine Granate werfen, ne? Ja, wir gucken erstmal, wie er reagiert. Wir müssen so erstmal taktisch überlegen, was jetzt das Beste für uns wäre. Natürlich bemerkt er, dass das ein Kollege umfällt. Was wirst du tun? War klar, du Arsch. Ich habe mein Team nicht voll geheilt, ne? Kannst du den von hier aus treffen? Tatsächlich. Was für Granaten hast du? Molotow und Rauchgranate. Lautlos. Ah, wir haben eine lautlose Granate. Ist cool. Molotow. Ich könnte ihn verbrennen, aber das bringt halt nur was gegen mehrere Gegner auf einmal. Dann holen wir die harten Kaliber raus. Er muss erstmal hochkommen. Schön wäre es, wenn wir irgendwie Fallen aufstellen könnten. Von hier aus kann ich... Ich habe sogar eine Schusslinie von hier aus. Okay. Oh. Ich bin zu weit gelaufen. Shit. Okay, keine Feuerlinie. Keine Feuerlinie von hier aus. Ja, ich kann nur dahin laufen, aber das ist... Echt ungünstig. Pass auf. Du läufst erstmal einen halben Weg bis hierhin. Dann heilst du dich. Er wird nämlich versuchen hochzukommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hätte ich Fallen, könnte ich Fallen aufstellen. Rauchgranate wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, die bringt nur was beim Angriff, wenn wir angreifen.
Overwatch. Okay. Stell du dich mal hier hin. Dann stell du dich dahin. Und du setzt eine Heilung ein. Der Kollege wird mitgeheilt. Hä? Durch den Boden? Ernsthaft? Okay. Nehme ich. Keine Feuerlinie, ja. Dann warte mal ab. Dann heilst du dich nochmal. Und dann wartest du auch ab. So, du wirst erstmal nachladen. Ganz gemütlich. Und dann warten wir ab. Was macht denn der? Der rennt aber jetzt nicht zum Roboter, oder? Ich hab eigentlich gedacht, der läuft jetzt hier hoch. Aber wenn der zum Roboter läuft, ist Kacke. Overwatch. Overwatch. Wir gucken mal, was er so macht. Oder geht er die Leiter hoch? Kann sein, dass er die Leiter hochgeht. Ist das ein Schutz? Ich weiß es nicht. Overwatch. Lauf du mal bis da hinten hin. Overwatch. Oh Gott, jetzt wird's hier richtig taktisch. Okay, Mädel. Du läufst dahin. Was macht der Typ? Was geht mit dem ab? Overwatch. Kommst du jetzt hoch oder was? Ja, er kommt hoch. Nice. So ein Arsch. Okay, umlocken kann ich ihn nicht, ne? Wir müssen irgendwo hinlaufen, wo wir in Schutz sind. Ich kann nirgendwo hinlaufen. Jetzt liegt er da am Boden, scheiße! Und ich kann ihn nicht umlocken. Ich weiß nicht, ob es damit geht. Okay, wir sind der Tank. Wir stellen uns vor Dax. Dann ballern wir ihn eine rein. Okay, er fällt nicht um. Der ist blöd gelaufen. Aber er ist so gut wie tot. Ja, weil er so doof ist. Was machst du? Was macht er denn? Dax, stehst du auch irgendwann wieder auf? Okay, wir brauchen eine Schusslinie zu ihm. Er ist ja so gut wie tot, ne? Einen Schuss haben wir ja noch. Okay, Bobin. Es ist dein Zug. Du reißt das. Du gehst jetzt dahin. Oder ballerst du ihm deine Knarre in die Fresse. Alter, Mann. Uff. Also das war ein harter Brocken. Ich hatte eine Menge Glück, dass das der wahrscheinlich größte Vollidiot aller Zeiten gewesen ist. Aber wir haben es geschafft. Hui. Und dass ich ihn einmal durch den Boden angeschossen habe, war natürlich auch gut. Was haben wir denn hier? Kühlbox. Eine elektrische Kühlbox. Was? 50% Oldschool. Wir haben 50% der Artefakte. Eine elektrische Kühlbox, um alles Mögliche zu kühlen. Ob du damit die Köpfe deiner Opfer konservieren kannst? Deiner Feinde natürlich. Grund ist Typo irgendwas. Metal box with the door. Perhaps to keep something fresh. Was haben wir denn hier drin? Hui.
Eine Rohrkanone. Diese aus verschiedenen Metallteilen und Rohren bestehende Waffe ist zwar einfach, gleichzeitig aber effizient und erstaunlich präzise. Eine typische Stalker-Waffe. Seen some of these around. Apparently a good shelter against radiation. I think the ghouls kept souvenirs cold in these boxes. There's still some blood inside. Vielleicht haben sie die Kühlbox wirklich dafür benutzt. Kann ja sein. Habe ich mich hier eigentlich schon in Ruhe umgesehen? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall noch einen Roboter da. Den würde ich tatsächlich auch sehr... Ich sehe da hinten Hunde. Gerne erledigen. Wieso sind da hinten Hunde? Das ist wahrscheinlich mein Ziel hinten, ne? Crazy. Aber zuerst der Roboter. Hunde sind ja ungewöhnlich. Guck mal, das ist ein kleines Tierchen. Oh, es ist weg. Ich wollte es doch töten. Aber sind wir nicht von da hinten gekommen? Wir können hier auf jeden Fall hoch. Wir können den Hunden sogar einen Hinterhalt stellen. Versuchen wir später. Erstmal kommt der Bot dran. Ja, wir versammeln uns mal da hinten. Der dürfte ja jetzt das geringste Übel sein. Wir haben ja kaum Leben verloren. Der hat Dax einmal gerammt. Und das war es eigentlich, ne? Gut, unser Tank ist natürlich jetzt nicht wirklich lebendig. Aber gut. Eigentlich kann ich den auch einmal voll heilen. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir alle einmal kurz voll heilen, ne? Hallo, Taste. So, wie heilen wir unser Team? Bormin. Ist mir klar. Charakter wechseln. Ich will ihn heilen. Inventar. Ah, heilen da. Okay, wie ist der Bot? Wir werden uns hier im Auto verstecken, wenn er auf die andere Seite geht. Das ist eine defekte Waffe. Oh. Okay. Natürlich speichern wir. Wenn der uns alle hier platt macht, ist vorbei. Und wir haben den Dicken gerade platt gemacht. Ich muss sagen, ich bin hier gerade richtig auf Erfolgskurs. Nette Position. Die nehmen wir natürlich gerne. So. Erstmal fangen wir... Ja gut. Hätte eigentlich gar nicht lautlos schießen müssen, ne? Dann... daneben? Ja, Vollstrecker, was machst du? Ich bin an einer schlechten Position. wer bin ich jetzt gerade eigentlich? Dax, ne? Okay, ich gehe mal hier hin. Schwache Deckung. Gut, dass ich den Typen geheilt habe, weil der Vollstrecker, der macht ja ordentlich Schaden. Diese Pistole... Ungültiges Ziel? Ziel aus der Reichweite? Willst du mich verarschen? Ziel aus der Reichweite? Ich muss ja die Pistole eigentlich einsetzen, ne? Oder? Oder war das Ding am Rambino dran? Es war eine Pistole dran, ne? Nee, ich habe ihn immer noch nicht erwischt. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier hin. Genau, widme dich dem Tank. Nein, dem Tank, Mann! Oh. Kein Problem, die kriegen wir in 5 Runden. Bin ich sogar jetzt. Ja gut, Dax müssen wir auch gar nicht heilen, das hat keinen Sinn, Leute. Also allgemein, auch nach diesem Kampf müssen wir ihn nicht heilen. Es wäre so Schwachsinn. Er ist halt derjenige, der eigentlich hinten stehen müsste. Leider war er genau in Schusslinie. Das habe ich nicht bedacht. Das war auch mein Fehler. Es tut mir leid, Dax.
Roboterschrott. Nice. Keine Ahnung, was ich dafür bekommen habe, aber nice. So, was hast du denn hier so Schönes bewacht? Irgendwas Tolles? Nix? Ah, defekte Waffe. Waffenteile sind immer gut. Ach, guck mal, ich hätte hier auch hochgehen können. Nur auf wen hätte ich schießen können? Oh, das sind Teile. Ah. Nee, ja gut, wir hätten auf den schießen können, der da hinten ist, ne? Der da war, auf dem Haus. Den hätten wir wegbrutzeln können. Dax hat einen Level-Up. So, Dax. Was haben wir denn hier? Deaktiviere einen mechanischen Gegner eine Runde mit 25%iger Trefferchance. Mit minus 25%iger Trefferchance. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Da sich die Linsen deiner Augen verdicken, kannst du jetzt deutlich weiter sehen. Ja, komm, machen wir das. Das klingt doch für mich ganz gut. So, und Selma, können wir hier schon was machen? Das ist nicht schlecht, ne? Ah, Wurfreichweite, okay. Große Mutation. Mit einer kräftigen, froschartigen Beinmuskulatur kannst du große Distanzen mit ultramutierten Sprüngen zulegen. Das ist extrem hilfreich, wenn du von Gegnern umzingelt bist. Ich nehme erstmal den hier. Ich glaube, das ist bisher das Praktische von denen. Gut. Area gecleant. Wir gehen natürlich Richtung Wölfe. Haben wir uns hier unten eigentlich umgesehen? Nein. Wertvoller Schrott. Wieso sehen wir da die Leiche noch? Achso, wir sehen alle Leichen, ne? Ich dachte schon, ich hätte sie vergessen zu plündern. Nö, dann ist ja alles gut. Unfassbar, dass der Roboter einfach schwerer war als der dicke Brummer. Na gut, ich nehme an, dass die Wölfe auch noch irgendwas bewachen. Von daher wird das nächste Ziel der nächsten Folge. Ja, wir gehen hier hoch und versuchen sie von hinten zu überraschen. Die werden höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr Leben haben. Mal gucken. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns um die Wölfe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.